Wir machen heute Nudeln selber, wir machen heute einen Linsendal, wir machen Kaffee-Curry, wir machen boah, jede Menge Sachen. Paprikahändel, alles möglich, nett und gesund und dann zum Schluss einen Schokokuchen. Ja, da wird's zum Schmunzeln bei Köchin Viktoria Stranzinger. Die Innviertlerin hat heute Lehrlinge der Fussel-Modestraße zu Gast. Und wie man mitbekommt, viel mit ihnen vor. Dieser Kochworkshop ist übrigens eine Initiative des Vereins Gesundes Ried. Gesundes Ried ist dafür verantwortlich, dass wir das Gesundheitsbewusstsein der Menschen fördern. Und da gehört natürlich dazu, dass man Vorsorgeuntersuchungen macht, dass man viel sich bewegt, aber natürlich auch die gesunde Ernährung. Und deswegen starten wir mit diesem Workshop vor allem mit jenen Menschen, wo wir glauben, dass wirklich am meisten Frucht bringt, und das sind die jungen Menschen. Wir finden das eine super Aktion, weil wir haben das auch integriert bei uns in der Lehrlingsausbildung, dass man einfach auch bewusste Ernährung, generell ein gesundes Leben sozusagen schulen wollen, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist. Also darum finden wir einfach die Aktion echt super von Gesundes Ried und haben die Chance auch gerne ergriffen bei der Viktoria Stranzinger. Nur dazu ist es echt super. Ja. Neben viel Wissenswertes rund um die gesunde Küche bekommt man an diesem Abend auch viele praktische Tipps. Hinten vorn gibt es beim Zwiebel, das ist hinten, das ist vorn, das ist quasi da, wo er in der Erde drinnen sitzt, da wächst er raus. Wichtig ist, dass man da durchschneidet. Warum ist ganz einfach erklärt? Ihr habt da hinten den Strunk und der hält euch eine Zwiebel zusammen. Gell? Und wenn ihr jetzt so schneidet, dann war das natürlich mega fatal, weil dann fällt euch auseinander. Man tut immer von vorn, da wo vorne ist, dann tut man vierer und dann tut man so zurück. Ach, das schneidet. Das ist schön. Dann ist das Wichtige, nie ganz durchschneiden. Ihr seht, ich habe nicht bis dahinter geschnitten. Warum? Weil dann hält das schön zusammen. Gut, dann fällt euch der nicht gleich auseinander. Und dann werden wir da auch nochmal drüber schneiden. Ah, jetzt haben wir auch wieder etwas dazugelernt. Aber damit nicht genug. Also ich finde Kochen voll interessant. Und ich habe das auch nicht gewusst, dass man das zum Beispiel jetzt mit der Knoblauch einfach so ohne schön reintun. Ich fand das voll faszinierend. Ich finde das voll cool. Da brauche ich nie wieder Knoblauch schön. Blumenkohl, das gebe ich dir wieder. Und die Blätter, oder, die waschen wir bitte ordentlich und die nehmen wir dann her. Die dann mal ganz fein schneiden, wenn was dabei ist, das schirke ist wieder rum, weil es schon runzelig ist, das dann mal weg. Ein Strunk wollen wir auch nicht, weil das ist auch meistens ein wenig hart, das ist nicht so klasse. Aber das da zum Beispiel, das können wir alles hernehmen zum Essen. Obgleich in roher Form essbar oder als Zutat für eine Gemüsesuppe. Lebensmittel sind ein wertvolles Gut und vielfältig einsetzbar. Den Gemüse, von dem wir angesetzt haben, das war vorher nur ein Glas Wasser und jetzt ist eine total schöne gelbe Suppe, man sieht das. Das kommt von der Schale, von der Zitronenschale, ja. Von der Zwiebelschale, die meine da haben, die färbt so wunderschön braun ab. Und das nehmen wir da zum Aufgießen her. Weil das war ein wenig schon zum Weckerschmeißen. Und alles, was man sich selber macht, muss man sich nicht dazu kaufen. Seht ihr, dann ist das ein bisschen bedeckt, oder? Wenn wir reinschauen mag, das ist bedeckt jetzt, die Linsen sind bedeckt und das lassen wir es langsam dahin köcheln. Und das ist ungefähr in 20 Minuten fertig. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles wirklich viel Geld kostet, muss man einfach schauen, was man mit dem tut. Und ich sage, man kann von der Wurzel bis zum Blatt eigentlich alles verwenden. Und es war schade, wenn man es nicht tut. Kochst du selber auch daheim? Eher weniger, aber ab und zu. Und was kochst du dann gern? Meistens Nudelgerichte, weil es schnell gehen. Nach der Arbeit darf es schnell gehen. Aber gesund darf es gerne einmal sein. Du tust da heute auch mit den ganzen Mädels beim Mitkochen. Hast du gesagt, naja, für die ist das auch recht praktisch. Absolut. Kriegst du auch was mit? Ja, absolut. Das ist überhaupt das Beste. Also ich habe mich so gefreut, das kann ich euch gar nicht sagen, weil das ist, man lernt was. Erstens lernst du eine coole Köchin kennen. Und ich meine, das ist eine wahre Location, das hättest du dir selber nicht geglaubt. Ein Hammer. Bin begeistert. Und so wird im Rahmen dieses Kochkurses wirklich alles selbst zubereitet. So auch die Nudeln. Wichtig ist, wir machen dann die Nudelmaschine, müsst auf 1 ganz aufmachen und dann müsst ihr schauen, ob ihr sie schon durchlassen könnt. Weil wenn es euch zu dick ist, dann geht das nicht. Weil dann druckt sich euch unten aus und dann reißen sie euch. Dann darfst du einfach um 2 Stufen mehr reduzieren und darfst es einfach durchdrehen, so lang, darf ich mal da ein wenig rum bei dir, bis dass wir schöne Nudeln haben. Dann lassen wir es da durch und dann kommt da schon die Nudel raus. Seht ihr das? Gell? Ihr könnt es vorher schneiden oder einfach nachher nochmal so ein wenig anreißen und dann macht es einfach da so Nudelnester. Wichtig ist, dass die Nudelnester nicht fest zusammendruckt, weil die bringen wir nachher im Wasser nicht mehr auseinander sonst. Gell? Und auch das Naanbrot wird selbst gemacht. Hast du es jemals selber schon ein Brot gemacht? Noch nie, nein. Eigentlich noch nie. Nein. Und kommt man da ein bisschen auf den Gust auch? Ja, schon. Ja.
ist doch, glaube ich, ein bisschen was anderes, wenn man es selber zubereitet. Man weiß, welche Inhaltsstoffe das dann drinnen sind. Und letzten Endes, ich glaube, es wird mit Liebe gemacht, oder? Ja, natürlich. Immer. Und weil mittlerweile die Grillsaison Fahrt aufgenommen hat, kann man diese Art von Brot auch auf dem Grill backen. Das kennst du, die Brot, die was wir da vorher drin vorbereitet haben, da einer da, einfach auf den Pizzastapel legen. Der Brottag, der ist so dankbar, den kannst du theoretisch da herlegen, da darf nichts passieren, der fällt nicht durch, weil er nicht so weich ist. Wenn er ganz weich ist, kannst du es nicht auf den Rost legen, weil dann fällt er durch und schimpft der Papa wahrscheinlich daheim. Oder der Freund. 2 Stunden später findet man ein wahres Schlaraffenland aus vielen unterschiedlichen Gerichten vor. Und wie lautet das Resümee? Voll gut. Ja, passt einfach. Einfach gemacht. Es ist cool, dass wir zuschauen haben können, das selber machen haben können. Nein, das schmeckt echt gut. War es eine Überraschung für dich? Hast du was darunter vorstellen können? Ja, also es war echt voll lustig. Ja, es hat schon gepasst. Und vom Essen her? Voll gut. Was ist dein Favorit? Boah, eigentlich das mit dem Händel. Das ist gut. Das ist echt gut. Der Kochworkshop für Jugendliche und Auszubildende, initiiert von Gesundes Ried, hat einmal mehr gezeigt, dass gesunde Ernährung Spaß macht und obendrein auch gut schmeckt.